Um nicht gleich dauerhaft geschmacklos zu wirken, möchte ich euch heute mal zu strahlenden Aussichten einladen. Diese Animation. Ach Gott, dieses Spiel ist einfach das Allerdümmste. Wie heißt das auf Englisch? Atomic Rabbit Blast. Was zum... Ach, das ist dieses komische Level. Ja, hier ist alles dunkel. Das werden wir im späteren Verlauf vermutlich auch noch öfter sehen. Oder ist das nur dieses eine Mal? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass ich diese Level nicht besonders mag. Mag wohl daran liegen, dass es hier relativ leicht ist, runterzufallen. Generell von den hinteren Leveln mag ich nicht alle. Okay. Naja, das Problem ist, wenn man runterfällt, hat man leider keine Chance mehr, alles zu bekommen. Das heißt, man muss das Level nahezu perfekt schaffen oder man hat Glück und darf dort wieder anfangen, wo man aufgehört hat. Da ist etwas im Reaktor und es lebt. Ja, hier kann man dann diese Ströme lenken und ihr seht schon, warum ich gesagt habe, ich mag dieses Level nicht, weil man leicht runterfallen kann. Das geht nämlich wirklich leicht. Wow. Paul, ich glaube, diese Dinger sind Hasen. Ja, das... Ach so, man musste die Energieversorgung aktivieren, indem man diese Linie nachfährt. Ihr werdet jetzt gleich sehen, jetzt sind meine 30 Stücke weg und ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Seht ihr? Zum Glück sind wir am Anfang vom Part. Das ist das Lästige daran. Es gibt leider kaum Möglichkeiten, das zu verhindern. Das Einzige, was man noch in irgendeiner Weise tun kann, ist da genau auf die Linien zu achten. Aber ich habe auch nicht... Ich habe meine Zeit nicht gestohlen, nicht wie die Rabbits. So, ich weiß, dass hier 30 Stück sind. Das heißt... genau. Ich weiß nicht, warum das bei bestimmten Objekten so ist, dass die eine Animation triggern. Das kann ich euch leider nicht sagen. Capri-Sonne. Ich weiß nicht, was die für die Werbung bezahlt bekommen haben oder ob die was zahlen mussten, um das machen zu können. Ich finde es halt ein bisschen arschig, was die Entwickler jetzt aufführen. Aber ja... Sie waren zum Glück zumindest mal so weit, so fair, dass man, wenn man nicht beschleunigt, gerade mit den Hasen, dass man eine relativ hohe Chance hat, dass man überlebt. Man darf halt nicht immer Gas geben, sondern immer nur diese Streckenabschnitte nachfahren. Ich frage mich nur, müssten diese Rabbits
in der Nähe von Radioaktivität nicht ein... Okay, gut, das sind die Rabbits, ja. Die sind ja... Ich weiß gar nicht, wie die entstanden sind. Jetzt von ihrer eigenen Geschichte aus. Okay. Wow. Immer wenn ich sage, dass er soll haben mit einem Einkaufswagen durchs Kraftwerk rasen, glaubt mir niemand. Ja, das hört sich aber auch zugegebenermaßen ein bisschen komisch an. Ich bin jetzt mit Absicht ein bisschen leise, aber ich will die Kommentare von ihm im Hintergrund hören. Die sind relativ lustig. Bam! Hat jemand eine Strickweste für mich? Das ist einfach so geil. Ich finde auch generell ein paar Sachen echt zum Totlachen. Komme ich hier nach oben? Ja, komme ich. Okay. Gut. Man sieht zum Glück die eingekreisten Objekte immer, wenn man in der Nähe oder im Raum ist. Okay, gut, zurück. Könnte man theoretisch sogar. Sehe ich gerade. Nur würde man sich dann wahrscheinlich selbst softlocken. Hm. 117 ist eine komische Zahl. Ich werde sicher wieder irgendwas übersehen. Das Kraftwerk ist wirklich nicht meins. Aber was die hier für Standards haben, ist furchtbar. Überall der radioaktive Müll, oder radioaktives Material, was hier auf dem Boden einfach rumliegt und weiß nicht was alles. Plutonium. Jetzt geht's sowieso runter in den Reaktorraum. Oh komm schon, ich bin sichtverstrahlt. Ja, das ist was, das darf man hier einfach nicht einsetzen. Oh. Hm. Ich weiß jetzt leider nicht, ob da was dazwischen war. Aber, ich glaube leider schon. Nein. Ja, jetzt ist eh egal. Also mehrfach sterben ist okay, aber... Weil jetzt kann ich keine Objekte mehr verlieren. Achso, das ist das Zeug da unten, was ich sehe. Aber dieses Level ist auch irgendwie furchtbar. Ich mag's nicht besonders. Die... Ja, okay, ich meine, die schlechte Beleuchtung ist... Ja, und das ist das Nächste, was nervt. Whoa.
say I'm on my way. Das ist echt bitter hier. Boah. Na Gott sei Dank. Naja, obwohl. Also ich glaube nicht, dass ich alles habe. Oder alles bekommen werde, sagen wir so. Aber ich werde mich bemühen, dass es hier ein großer Teil wird. Es muss ja nicht immer perfekt sein. Ich finde die Musik aber ganz schön, die hier zeitweise spielt. Dieses altmodische... Oh! Habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Scheiße! Alter! Echt nicht komisch! Oh! Oh! Runterfallen! Gefahr! Gefahr! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich weiß, ich bewege mich hier gerade wie eine Pussy fort, aber... Immer wenn ich sage, dass da zwei Hasen mit einem Einkaufswagen durchs Kraftwerk rasen, glaubt mir niemand. Aber die Kommentare von ihm sind cool. Also hier ist Beschleunigen echt nicht wirklich drinnen. Oh! Stell dir vor, du rennst da voll auf einen zu. 85 könnte sogar sein. 198. Hm. Okay, gut. Ah, Vorsicht. Lieber ich zu vorschnell dorthin gehe. Ah, ich hätte sogar... Okay, gut, da kannst du nicht hin. Mhm, gut. Ich hoffe, ich kann dieses schreckliche Level relativ gut abschließen. Das verstrahlte Personal. Sogar hier ist der Weihnachtsmann. Oh! Ach, hier ist Öl auf dem Boden. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist trotzdem cool. Ich fahre direkt zum Nordpol zurück. Woho! Oh Mann, der Weihnachtsmann. Die Kamera an sich, die ist hier aber auch scheiße. Behaltet den Sack. Ich schütze ihn euch. Und im Übrigen, ich habe nachgesehen, es gibt tatsächlich Getränkeautomaten, die eine derartige Menge auffassen können. Das heißt, es gibt tatsächlich Getränkeautomaten, die 3 Liter Flaschen Mountain Dew ausspucken. Sind aber umgebaute. Habe ich mal auf Google eingegeben, bin nach einer langen Sucherei, weil, ja, ihr werdet die vermutlich, also die derzeitige Situation in Österreich vermutlich, also in Deutschland ist es ja auch ähnlich. Die meisten meiner Zuschauer kommen ja aus diesen Ländern. Ihr werdet es ja vermutlich kennen, Ausgangssperre, Leute, ist das Stichwort. Die Radio-Nuklid-Batterie.
Wow. Na los, Bewegung. Vorsicht. Wow. Okay, das ist schwierig. Okay, gut. Ich meine, hier kann nicht mehr viel sein. Das ist fies, denn hier kannst du stangengerade am Lumpenhasen vorbeirennen. Wow, da waren gleich 30 Stück drinnen. Ich hab doch gar nichts mehr. Okay, es sind noch 47 Stück. Wow. Scheiße. Ja, aber wer soll denn das wissen, dass es da nicht weitergeht? Ich bemerke gerade, man könnte, wenn man Glück hat, sogar voll bescheißen und mehr einsacken als möglich ist. Wow. Also, dass die darüber informieren, finde ich gar nicht so schlecht. Es ist gestattet, die Radionuklidbatterie mit nach Hause zu nehmen. Hey, Moment. Ich hab ja alles! Ist nicht wahr, oder? Das kann doch nicht wahr sein! Oder? Nee, oder? Doch! Ich habe in diesem Dreckslevel wirklich alles, jeden Scheiß! Buchstäblich! Ah! Triumph D.U.N.Z. Ja! Ah! Triumph riecht gut. Riecht nach Apfelkuchen. Ach ja. Da war ja was, ne? Ich meine, die meisten werden sich jetzt vermutlich fragen, was los ist. Ich kann es euch leicht erklären. Ich habe vorher so ein Stück aufbackbaren Apfelkuchen, oder eigentlich nicht Apfel, sondern Birnenkuchen, ins Rohr geschoben. Aber der ist laut meiner Handyuhr sowieso erst in einer Dreiviertelstunde frühestens fertig. Der braucht verdammt lange. Und ich habe Hunger. Für eine Handvoll Möhren. Rules are for tools. Ach, das ist wieder... Wow. Ist das ein Papierchaos. Müsste ich die ganzen Wisch sortieren? Ich werde ausrasten. Das, meine Freunde, ist auch eine ganz coole Mechanik. Wow! Ich frage mich zwar gerade, wieso diese... Wieder diese grandiosen Durchsagen. Ich frag mich, wieso da eigentlich kein Schwein auf die Idee kommt, die Dinger einfach explodieren zu lassen. Ich meine, ist doch nicht schwer. Muss halt nur zielen und Z drücken. Was ist denn so schwierig daran? Und das hier sind auch solche total fiesen... ich weiß nicht, Verstecke von Zeug...
die halt aber wirklich dann echt nicht mehr leicht sind. Das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist, ist hier. Aber hier kannst du zumindest die Kamera so gestellt. Sie können jetzt eine Nachricht hinterlassen. Alter, Leute, die Rabbits. Okay, also, der ich das jetzt im letzten Part schon ja, da wahrscheinlich auch unbewusst. Aber in dem Part auch schon gesehen habe, dass jetzt die Zahlen vom Zeug, was man einsammelt, nicht mehr zwangsweise gerade sind. Mache ich mir da jetzt doch weniger. Wow. Alter, das ist sau schwer. Habe ich jetzt aus diesem Höllenbereich alles? Ja, gut. Sehr gut. Dann hätten wir das. Kann ich die Glühbirne nochmal... Achso, der hat gar keine Glühbirne. Ja, das ist ein ziemlich gemeiner Bereich. Aber mich hat es gewundert, dass wir im letzten... im letzten Abteil alles haben. Hat mich gewundert, hätte schwören können, ich habe durch das Sterben irgendwas verpfuscht, aber kann mich auch irren. Alter, nicht mal die armen arbeitenden Leute lassen die Rabbits in Ruhe. Oh, fuck. Dieser Zeitabschnitt. Ach, das wird automatisch getriggert, wenn ich da durch diese komische Barriere gehe. Ach du Scheiße, du musst ja den Weg auswendig wissen. Okay, aber ich habe zumindest schon mal den optimalen Weg. Ja, ja, ich verstehe schon. Dann musst du das einfach öfter probieren, damit das funktioniert. Ich sehe schon. Es gibt sogar Leute, die können mit dir mithalten, das heißt, die fahren denselben Weg wie Petra. Soll tatsächlich möglich sein, habe ich noch nicht geschafft. Oh! Aber ganz genau, Junge! Also, wer ist denn bitte so blöd? Sammelt nicht hier alles Zeug ein? Wow. Hey, das ist eine runde Zahl. Das könnte sogar wieder irgendein Zeichen sein. Also, runde Zahlen sind in Videospielen meistens was Gutes, weil man dann meistens alles hat. Weil es auch den Entwicklern zu dämlich ist, einfach krumme Zahlen zu... Hey, komm her! Ich bin mir sicher, es ist unfair, aber es ist mir scheißegal. So sieht's aus. Okay, das wär's. Kann ich den Papier auf, wenn ich auch umfahre? Riecht da was raus? Oh, scheinbar nicht.
Ah doch, zeitweise. Pizza. Gleich vergesse ich mich. Mach halt. Wenn du es nicht lassen kannst. Nehmt euch hier ein Acht. Aus welcher Begründung bitte? Oh, dieses Spiel ist einfach so genial. Achso, ich kann ja eh wieder rauf. Sonst ne. Oh, scheiße. Zu früh geschrien. Wow. Da ist auch immer ganz viel Zeug drin in diesen Mülltonnen. Und da vorne haben wir wieder den Weihnachtsmann. Das wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Okay, wir können sowieso vermerken, wir haben jetzt fast 200, über 200 Zeug. Ihr nicht artig seid. Also das ist leider auch ein bisschen ein Spiel mit der Mathematik. Ich meine, ja, einfachste Mathematik, Plus und Minus. Man wird jetzt nicht dazu verleitet, dass man hier Zielfunktionen verwendet. Ach, Mensch, was soll das denn? Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Ich habe was zu tun, ja? Was war das denn? Willkommen im Bereich des Time and Productivity Managements. Das was? Das bitte was? Was auch immer. 113. Kommen Sie sofort. Leute, 113. Immer zu Diensten, Chef. Aus Produktivitätsgründen ist die Aufenthaltszeit in diesem Bereich beschränkt. Respektieren Sie den Arbeitsablauf. Ja. Ich respektiere den Arbeitsablauf. Oh! Sie sind in einem Bereich ohne Aufenthaltsbeschränkung. Genießen Sie Ihre Arbeit. Ja, wie gesagt, 113 Stück. Es kann sein, dass wir es wieder schaffen. Komm schon, schieß nochmal. Los. Und... ja. Wird eh gleich vorbei sein. Was denn? Wann habe ich denn das Ding aufgenommen, bitte? Wo habe ich das schon wieder her? Naja, mir ist alles egal. Mann, ist der Chef im Arsch. Bin unterwegs. Kann aber durchaus sein, weil uns nur mehr 70 Objekte fehlen. Die Aufenthaltszeit in diesem Bereich beschränkt. Respektieren Sie den Arbeitsablauf. Wow. Ich hoffe es. Was? Sie kommen spät. Ich wurde langsam ungeduldig. Boah. Bin unterwegs. Aus Produktivitätsgründen ist die Aufenthaltszeit in diesem Bereich beschränkt. Respektieren Sie den Arbeit. Scheiße. Na komm, lass mich durch! Nein! Die scheiß Dinger gehen ernsthaft zu?
Mann, also das ist Fettbetrug. Mann, ja, was kann ich denn dafür, dass die Türen so scheiße auf und zu gehen? Ich muss ja warten. Weil mir muss mir jedes Mal wieder dieselbe blöde Sequenz geben. Aus Produktivitätsgründen ist die Aufenthaltszeit in diesem Bereich beschränkt. Respektieren Sie den Arbeitsablauf. Also ich habe das Gefühl, du musst zeitweise sogar schneller sein als Petra selbst. Scheiße. Das geht sich immer nicht um ein paar Sekunden aus. Bin unterwegs. Wie soll denn das jemals möglich sein? Wow, ah, scheiße. Na. Ja, wenn der Hase da hinten dagegen knallt, weil er es immer muss, dann es geht nicht, aber... Ja, Leute, wie soll denn das gehen? Du müsstest sogar bei der Tür noch Zeit sparen. Ist die Aufenthaltszeit in diesem Bereich beschränkt. Respektieren Sie den Arbeitsablauf. Ich hoffe, dass es das ist. Nichts vergessen! Blöder Rabbit, nein! Nein! Was hast du getan, du blödes Mistvieh? Du hast es versaut! Weil du das eine Scheißding nicht mitgenommen hast, aber das war gut! Alter, wieso muss denn der Rabbit das versauen? Nein, 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 komm! Okay. Petra, geben Sie mir was anzuziehen! Also, ihr habt definitiv ein großes Problem. Ach du Scheiße, aber ich glaube, ich habe ein paar Kleinigkeiten vergessen. Bitte? Ich kann mich nachher sowieso in dem Bereich nochmal umsehen. Oh Mann, man will mich wohl verarschen. Also in den ersten beiden Bereichen schaut es ja ganz gut. Ah, okay, die Tür ist zu. Verstehe. Ich glaube, es fehlen ein paar Sachen. Ja. 5 oder 6 Stück, vielleicht 7. Obwohl, es war irgendwas mit... Ich glaube, es waren 73, also... Müssten 4 Stück oder sowas fehlen. Was? Also Mann, heute läuft's aber. Ich meine, die Ärgernisse waren es aber wert. Einfach alles.
Der ultimative Klaurausch. Oh mein Gott. Ja, so viel Bock dazu. Ich muss erst mal meinen Kuchen essen. Ich könnte sogar jetzt... Hochstapler. Da gibt es sogar die Möglichkeit, wenn du genug Zeug hast, genug zu haben, dass du ein komplettes, also so ein ganzes Kapitel überspringen kannst. Aber Leute, das zeige ich mal wann anders. Ciao.